Jo, hallo und herzlich willkommen hier zum LS17 bzw. zum LS19. Naja, LS19 kann man nicht ganz sagen, aber es wurden vier Screenshots veröffentlicht, wo man ein bisschen über den LS19 erfährt. Und zwar so Vergleichs-Screenshots, sage ich jetzt mal. Genau. Muss man eben kurz hier was machen, so, zack. Perfekt, jetzt geht's auch schon weiter. Genau, ich blende hier einfach mal kurz den Screenshot ein. Und zwar sieht man jetzt hier den Drescher auf einer Map aus LS17, das wollte ich sagen, genau. Genau, halt aus LS17 ist dieser Screenshot. Und man sieht hier, die Farben sind halt so wie im LS17. Ein bisschen bunter, sage ich jetzt einfach mal. Ein bisschen heller alles, ein bisschen quietschiger. Und wir sehen auch hier unten, der Boden, der ist ein bisschen mehr orange. Wir kommen nämlich gleich nochmal zum anderen Screenshot, wo man nämlich den Unterschied sieht. Im Hintergrund sehen wir nämlich die Bäume. Die sind halt so wie hier alles. Deswegen würde ich sagen, weil wir es ja alle kennen, wir gehen jetzt einfach mal zum Screenshot aus LS19. Hier sehen wir nämlich mal das gleiche Fahrzeug, das gleiche Feld, die gleiche Umgebung in LS19. Und was als erstes auffällt, es ist nicht mehr so hell, es ist nicht mehr so quietschig. Wir haben viel mehr Schatten. Oder der Weizen ist halt einfach dunkler und sieht auch realistischer aus. Wie wir hier auch sehen, es gibt ja in LS17 diesen Mod von Giants, dass als erstes die Reifen dreckig werden. Wie man hier auch sieht, jetzt sind die Reifen bei diesem Trecker auch dreckig. Und dann wird das Fahrzeug erst dreckig. Und das ist hier anscheinend auch so, dass das jetzt halt im Standardspiel ist. Man kann jetzt noch nicht sagen, ob das mit der Fruchtzerstörung ist. Ich fahre jetzt hier mal eben kurz über ein Feld. Und jetzt sieht man auch noch, dass die Erde hochfliegt. Das ist natürlich auch der Mod von Giants. So, dann fahren wir hier wieder auf der Strecke, oh, so auf dem Feldweg. Ob das auch drin ist, das sieht man hier nicht, weil der ist ja gerade bei der Fahrt. Aber was man sieht, genau, ja, die ganze Animation, alles sieht ganz anders aus. Und insgesamt finde ich, das Bild sieht einfach viel realistischer aus. Aber wir kommen gleich nochmal zum Bild, wo das richtig krass auffällt, wie die Grafik sich verändert hat. Aber wir gehen jetzt erstmal noch hier zu diesem Bild an. Nämlich im Hintergrund sieht man einfach den grünen Hintergrund, sage ich jetzt einfach mal, also den Boden. Der ist nämlich einfach ein bisschen dunkler, also nicht mehr so hell, wie ich am Anfang schon sagte. Und ja, im LS17 ist alles so ein bisschen quietschiger, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich würde sagen, wir kommen zu einem nächsten Screenshot, der nämlich auch wieder in LS17 ist, auf der gleichen Map. Hier sind wir nämlich am Hafen, wie man sieht. Ja, im Hintergrund sieht man dann auch nochmal ein bisschen die Map. Hier vorne unten auf dem Boden ist nochmal eine Pfütze. Dazu sage ich gleich nochmal was, wie es im LS19 aussieht. Und ja, ich fahre hier gerade sehr wahrscheinlich. So, jetzt geht's auch schon weiter. Ja, genau. Also, ihr kennt es im Prinzip. Ihr kennt halt die Grafik aus LS17. Deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt zum LS19. So, da sieht man nämlich jetzt direkt schon mal was. Ja, im Auge sticht. Es ist alles orange, sozusagen. Unten die Pfütze, da spiegelt sich die Sonne drin. Ja. Die ganzen Schatten, die sind einfach sowas von. Ja, ich weiß nicht. Wir haben jetzt eine nicht mehr so eine, ja, Qualität, sondern die Textur ist einfach hochauflösend. Ja, das möchte ich einfach damit sagen, dass die Textur einfach jetzt viel, viel besser ist und halt, ja. Ja, was soll ich sagen? Die ist einfach viel mehr wert. Sag ich jetzt einfach mal so. Und vor allen Dingen, jetzt sieht man ganz hinten im Hintergrund einfach das. Ich muss sagen, der Himmel gefällt mir einfach sehr gut. Und das meine ich halt. Ja. Es ist halt alles viel cooler. Und die ganzen Details, die finde ich richtig toll. Im Prinzip war es das jetzt auch schon mit dem Video. Wir können jetzt hier nochmal ein bisschen drüber reden. Halt, ich habe es schon angesprochen, ob diese ganzen Mods jetzt, wie hier zum Beispiel, mit der Erde, die hochspritzt drin sind und so weiter. Oder Fruchtzerstörung, das können wir noch nicht sagen. Dann hatten viele noch im Kopf den dynamischen Boden, wie wir ja Giants kennen. Die präsentieren ja nicht immer das ganze Spiel. Also generell Giants ist da ja immer so ein bisschen, ich sag mal so, ja, wie soll ich sagen? Die halten das immer so ein bisschen in Spannung. Die veröffentlichen dann ab und zu mal so ein paar Screenshots und die haben halt einfach Spannung da drin. Und ich sag mal so, das Spiel ist immer inoffiziell vorbestellt schon. Und ja, aber ich muss jetzt sagen, das lohnt sich wirklich bestimmt. Also, ich finde, die Grafik hat sich deutlich verbessert. Wie das dann mit der Physik ist, was ich mir einfach wünschen würde, dass man halt eine
Meine Güte. Ich komme gerade nicht aufs Wort klar. Egal. Dass man halt zum Beispiel schneller umkippt, wenn man berghoch fährt, oder dass man nicht einfach Berge hochfahren kann. Sowas alles. Das würde mich freuen, wenn das halt einfach berücksichtigt wird. Aber ich würde sagen, das war es dann erstmal mit den Videos, weil wir wollten ja erstmal jetzt hier uns die Screenshots angucken. Also, insofern, falls euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, ja, ich bin raus und ich sage, ciao.